vier Standorte der Elbland-Kliniken im Elbtal und viermal das gleiche Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel mit neuen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. André Gubsch weiß genau, worum es geht. Ja, für wen ist es gedacht? Für alle ist es eigentlich gedacht. Speed Dating bedeutet, wir machen kurze, knackige Bewerbungssequenzen. Jeder, der kommen möchte, kann kommen. Wir schauen dort ehrlicherweise out of the box. Um mal eine kurze Impression zu geben, wir hatten letztes Jahr ein Rentner-Ehepärchen, wo er gesagt hat, ich war Geschäftsführer in einer Baumarktkette und mir fällt die Decke auf den Kopf. Arbeitet jetzt bei uns in Radebeul als Minijobler in der Technik und macht Dinge, für die wir eigentlich nie Zeit haben und ist so ein bisschen die gute Seele. Also das zeigt eigentlich, wir suchen alles und jeden und versuchen dann zu schauen, mit einer niedrigen Eingangssequenz zu schauen, medizinischer Dienst, nicht medizinischer Dienst, im technischen Bereich oder im Servicebereich, wo können wir Mitarbeiter einsetzen. Das ist so ein bisschen die Intention. Die Resonanz bei der letzten Veranstaltung war in allen Häusern, in allen vier Häusern der Elbland-Kliniken inklusive Großenhain sehr, sehr gut. In Radebeul, aber auch an den anderen Standorten, Meißen, Riesa und in Großenhain, hatten wir teilweise bis zu 70 Kontakte innerhalb von kurzer Zeit. Das heißt, hier in 4-5 Stunden sehr, sehr viele Gespräche fort. Es lohnt sich also, am 21. Oktober von 10 bis 14 Uhr in Großenhain, Meißen, Radebeul oder Riesa einmal vorbeizuschauen. Vielleicht ist man ganz schnell Teil der Elbland-Kliniken-Familie.